Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute koche ich mal wieder. Und zwar habe ich mir überlegt, Kinder, ich komme ja sehr stark aus der Familienküche, mögen ganz viel Soße, übrigens Männer meistens auch. Und wenn man jetzt kein Fleisch macht, und wir machen ja alle zunehmend weniger Braten und ähnliches, dann muss man sich was anders überlegen. Und deswegen werde ich jetzt so nach und nach verschiedene Soßentypen, Grundrezepte vorstellen, mit denen ihr ganz tolle, leckere, aber auch gesunde Soßen kochen könnt, ohne wenig Aufwand, mit Alltagsprodukten, ja, die allen eigentlich schmecken. Heute gibt es so eine Art falsche Bratensoße und die Basis, also das Prinzip, ist püriertes Gemüse. Ich verarbeite das, was meistens als Suppengrün verkauft wird, also ein Stück Lauch, Möhre, ein Stück Sellerie, kann auch Petersilienwurzel sein, natürlich eine Zwiebel. Das wird angebraten in ein bisschen Butter, ihr könnt auch Öl nehmen. Mit etwas Tomatenmark, weil da entsteht die Bräunung und das macht ja so ein bisschen das Aroma aus, was es spannend macht. Hinterher wird abgelöscht mit Gemüsebrühe. Ja, dann darf es ein bisschen Sahne sein, weil diese Soße ist sehr fettarm und da könnt ihr hinterher wunderbar mit Sahne abrunden und würzen natürlich ganz normal mit Salz und Pfeffer. Also super easy peasy. Jetzt fange ich erstmal an. Ja, Soßen essen wir vor allen Dingen gerne zu Nudeln und wir essen sie natürlich gerne zu Kartoffeln. Und wenn wir sie so pürieren, ist natürlich nichts Stückiges drin und deswegen würde ich sie jetzt nicht zu Reis oder Couscous oder sowas benutzen. Also ich zerkleine jetzt hier den Lauch. Der bräunt sehr schnell. Im Prinzip ist es auch wichtig, dass das alles ganz schön weich ist, weil dann entsteht eben dieses Aroma. Ich habe eben von der Maillard-Reaktion berichtet. Die passiert eben, wenn man Gemüse oder Zwiebeln oder überhaupt etwas erhitzt in Fett. Fett wird genommen, damit es nicht anbrennt. Hier mache ich die Möhre klein. Die brauche ich nicht mehr zu schälen. Das ist erstens eine Biomöhre und zweitens ganz zart und nichts, was man entfernen muss. Ja, und diese Möhre, die reagiert eben genauso wie der Lauch und die Zwiebeln und Sellerie mit Bräunung. Und diese Bräunung nennt man Maillard-Reaktion und die hat ein Aroma zur Folge, was wir Umami nennen. Umami, das hört man schon am Namen, ist der fünfte Geschmackssinn, den ein Japaner entdeckt hat, vor vielen, vielen Jahrzehnten. Vorher kannte man nur süß, salzig, bitter, sauer. Und dann hat man entdeckt, oh, es gibt auch noch Umami. Dafür steht auch Sojasauce, oft eiweißreiche Fleischgerichte. Aber das kann man eben mit pflanzlichen Aromen auch ganz gut erreichen. So, vielleicht fange ich auch schon mal an, ein bisschen zu braten, während ich schneide. So, das Fett ist eben dazu da, damit das nicht verbrennt. Es würde sonst das Gemüse schnell verkohlen. Bei Sellerie nehme ich nicht die ganze Knolle. Sellerie hat ein sehr fleischähnliches Aroma. Deswegen ist es ganz wichtig für so Soßen. Auch für Suppen eben. So, ich nehme mal die Menge, das wird mir reichen. Das schäle ich, weil die ist wirklich sehr derb. Man kann auch Staudensellerie nehmen, das ist ein bisschen zarter und frischer. Aber bei uns üblicher ist eigentlich diese Knollensellerie. So,
jetzt tue ich das schon mal rein. Es ist eine ganze Menge, aber die Soße soll ja auch sämig werden und rahmig. Und zu allerletzt mache ich jetzt gleich die Zwiebel, weil die ist natürlich auch fürs Aroma total wichtig. Mal abgesehen davon, dass sie auch super gesund ist. Hier ein bisschen. Also das soll auch ein bisschen bräunen, soll natürlich nicht verbrennen, deswegen immer schön rühren. Ja, für Zwiebeln nehme ich immer noch am liebsten dieses feine Messer, weil ich mag es nicht, wenn die Zwiebeln in so dicken Klatschen da liegen. Am Ende ist es immer ein bisschen knifflig. So. Jetzt kommt die Zwiebel noch dazu. Die verbrennt nämlich schnell. Mhm. So. Jetzt noch mein Tomatenmark. Das ist auch das Geheimnis gelungener Bratensoßen. Wenn man keinen Fond machen will, dann nutzt Tomatenmark sehr. Und das hält Hitze ja besonders gut aus. Also das Lycopin in der Tomate und das Carotin in der Möhre, dem macht hier das Anbraten gar nichts aus. Und es gibt auch Substanzen in der Zwiebel, die das ganz gut überstehen. Also in der Soße ist auch schon eine Gemüseportion für jeden. Wenn ihr also dann ein Nudelgericht dazu macht, was vegetarisch ist, dann würde ich noch einen Salat dazu reichen, weil so eine satte Gemüseportion pro Mahlzeit ist schon gut und das sind 200 Gramm. Das kriegt ihr hier nicht ganz zusammen. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. So ungefähr sieht es jetzt aus. So, und jetzt kann ich mit, ich glaube jetzt ist genug geröstet, jetzt lösche ich mit Gemüsebrühe ab. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht gewürzt, weil ich denke, die ist schon salzig. Sonst wird es hinterher zu salzig und nachsalzen kann ich ja immer noch. So, und jetzt sieht so aus. Ich tue jetzt den Deckel drauf. Mache es ein bisschen niedriger. Und lasse es jetzt weich garen. Das dauert ungefähr eine Viertelstunde. Jetzt habe ich ein bisschen aufgeräumt. Mittlerweile ist die Flüssigkeit verschmort. Und so sieht es jetzt aus. Es ist ganz gut, weil jetzt kriegt es nochmal eine Bräunung. Das ist ein bisschen wie bei Gulasch. Und die ist noch ein bisschen ja, aromatischer als die beim Anbraten. Und wenn ich denke, das ist genug, dann lösche ich noch ein bisschen ab. Nicht zu viel, sonst spritzt es gleich beim Pürieren so doll. Das will ich nicht. Ich kann ja hinterher noch verdünnen. So, jetzt kommt der magische Moment. Ich kipp das mal ein bisschen weg von mir. So, jetzt gebe ich aber noch ein bisschen dazu. Ich glaube, das kann ich jetzt wagen. Gebe ich noch die Sahne dazu, um zu sehen, ob dann die Konsistenz stimmt. Bei mir ist es eigentlich aus dem Bemühen entstanden, dass die Kinder doch bitte mal ein bisschen mehr Gemüse essen sollten.
Und in so einer Soße hat das halt einfach am besten geklappt. So. Ja, wozu esse ich jetzt die Soße? Ich habe hier also eine tolle Gemüsepüree-Suppe, nur aus Gemüse geschmort, mit ein bisschen Tomatenmark, ein bisschen Gewürz, Gemüsebrühe aufgegossen, mit Sahne abgelöscht. Ihr könnt es natürlich auch mit Sojacreme ablöschen und mit Öl anbraten, dann ist es vegan. Ja, und was esse ich dazu? Wir haben jetzt gerade Edamame-Nudels bekommen. Fand ich sehr spannend. Das ist eine Hülsenfrucht, sieht man hier, eine Hülsenfrucht. Die hat sehr viel Eiweiß. Und wenn das so eine gemüsereiche Soße ist und man jetzt nicht da eine Bratwurst zu macht oder einen Fisch dazu macht, dann finde ich so eiweißreiche Nudeln eine tolle Beilage dazu, weil dann ergänzen sich die Kohlenhydrate aus der Soße, aus dem Gemüse und ein bisschen Fett bestens mit diesen Nudeln. Und ich habe sie auch vorher schon mal probiert. Dann tue ich die jetzt hier in meinen Teller. Und jetzt gibt es ein bisschen Soße darüber. Die Konsistenz ist toll, das ist auch ein bisschen schaumig. Ja, und wenn ich es jetzt ein bisschen sättigender haben will oder nicht so proteinreiche Nudeln, sondern nur Vollkornnudeln habe, dann kann ich auch gerne noch ein bisschen Sesam oder Nüsse dazu da drauf streuen. Ja, und habe eine vollwertige, tolle, gesunde Mahlzeit. Wie gesagt, ein kleiner Salat dazu wäre toll. Und bin bestens versorgt. Ich kann die auch auf Vorrat kochen, einfrieren, bin ich immer auf der sicheren Seite. Ja, wenn euch dieses Rezept gefallen hat, dann den Daumen bitte und verratet mir doch mal, wie ihr Soßen kocht oder sagt mir, welche Soßen ich euch noch vorkochen soll, was ihr für Probleme habt mit Soßen und was eure Lieblingssoße ist. Bis zum nächsten Mal.